Wenn Sie auf Ihrem Etikett Zusatzinformationen oder Textilangaben mit ausdrucken wollen, wie Größe, Länge, Farbe oder Saison, ist es notwendig, dass Sie Ihr Etikett anpassen. Denn nicht jeder braucht diese Informationen. Okay, ich habe jetzt schon mal Etiketten angelegt und wir schauen uns das einfach mal an, wie es in der Praxis aussieht. So, machen wir es ein bisschen größer. Also wenn Sie wollen, dass das ungefähr so aussieht, dass Sie Ihre Farbe, Ihre Größe oder damit das Ganze dynamisch einfach ist, dass es sagt, okay, ich drucke nur das aus, was ich hier habe, dann sollten Sie das Video anschauen, denn hier geht es um die Anpassung. So, wie machen wir das? Wir gehen auf Drucklayout und passen nun unser Layout an. Wir sagen Anpassen. Und wenn Sie eines der vorhergehenden Videos vielleicht schon gesehen haben, wissen Sie, dass wir nun einen Platzhalter brauchen. Einen Platzhalter für Informationen, die wir darstellen wollen. Dazu können Sie über diese kleine Toolbar entweder auf das ABL hier Field klicken und dann hier einfach ein Kästchen ziehen und dort Ihre Werte eingeben. Oder wir machen es etwas komplizierter, unter Report Insert Control auf Field gehen. Nun haben wir ein neues Fensterchen vor uns und bitte im Blickwinkel hier oben links diese Pünktchen behalten, im Auge behalten. Das ist unser Platzhalter. Beim Expression schreiben wir Folgendes rein. Oder Sie können das jetzt dynamisch machen lassen oder Sie können es individuell machen. Sie könnten jetzt rein theoretisch herschreiben, dass Sie sagen Länge, ne, plus All Trim, Klammer auf, Klammer zu. Also All Trim ist ja die Funktion, die für eine Spalte oder eine Information führende oder endende oder überflüssige Leerzeichen wegschneidet. Wir könnten sagen, die Spalte heißt lange. Woher weiß ich das, wie die Spalte heißt? Ganz einfach. Es gibt ja ein PDF im Dokumentenordner von Wabi Profi 3, das sich Strukturartikeldatei nennt. In diesem PDF sind alle Spalten, oder die Sie auch ausdrucken können, beschrieben und was sie bedeuten. In diesem Beispiel sagen wir, okay, wir wollen die Länge ausdrücken. Einfach so und wir bestätigen es. Nun haben wir unseren Platzhalter oben. Sie drücken lediglich, mit der Maus nirgends hinklicken, drücken nur auf die Pfeiltasten nach unten und nun wird Ihnen das Informationsfeld Länge verschoben. Und Sie wissen es, die Shift-Taste drücken und halten, das Pfeiltaste nach rechts macht das Feld größer. In dieser Konstellation ist es halt so, wenn Sie jetzt alle Informationen ausdrucken wollen, Länge, Farbe, Größe, brauchen Sie natürlich drei Platzhalter. Im Klartext, Ihr Etikett muss groß genug sein, damit diese ganzen Platzhalter platziert werden können. In Wabi Profi 3 gibt es dahingegen eine schöne Funktion, wie ich finde, die Ihnen bereits die Textilangaben in einer Zeile oder untereinander wiedergibt, und zwar dynamisch. Weil bei dem einen haben Sie Größe hinterlegt, bei dem anderen nur die Farbe. Beim nächsten haben Sie Größe und Farbe hinterlegt. So kann diese Funktion schön darauf reagieren. Also das hier ist die eine Variante. Nehme ich raus. Jetzt mache ich hier wieder Report, Insert, Control. Ich brauche ein Field. So, und bei der Expression, das heißt dem Ausdruck, schreibe ich rein, mache mir, also make Englisch, und gebe es mir zurück, return, unterstrich, was will ich haben? Und zwar, ich will die Textilangaben haben. Textilangaben. Das ist eine Funktion. Eine Funktion erwartet unter Umständen Parameter, das heißt Werte, die sie dann verarbeiten kann. Denn diese Funktion können wir aus verschiedenen Quellen hier aufrufen. Das heißt, wir können diese Informationen aus dem Artikelstamm ziehen, aus den Etikettendateien oder aus unserem temporären Cursor, der zum Drucken für die Etiketten zuständig ist. Und das ist in unserem Fall unser temporärer Cursor. Eine Funktion hat immer Klammer auf, Klammer zu. Und erwartet jetzt Parameter, Gänsefüßchen, Gänsefüßchen drücken, also Shift und die 2. Und innerhalb der Gänsefüßchen schreibe ich rein Etis. Das ist einfach unser Cursor, in dem sich unsere Etikettendatei befindet. So, super, da haben wir schon unsere Funktion. Und ich sage hier bei Print When, sage ich Ihnen, das brauchst du nur drucken, wenn da nichts drin steht. Ne? Not empty, not empty, Klammer auf, Klammer zu. Und da füge ich das Ganze jetzt ein. Okay. Im Idealfall sollte es jetzt funktionieren. Wir haben oben unser Objekt. Einfach die Pfeiltasten nach unten drücken. Das Objekt an der gewünschten Stelle positionieren.
Schiebe es mit den Pfeiltasten nach rechts, drücke die Shift-Taste und mache das Ganze breiter, Shift und die rechte Pfeiltaste. Nun ändere ich noch die Schriftart, indem ich einen Doppelklick darauf mache und sage, ich will hier nicht Courier New haben, sondern Arial, bitteschön. Bitteschön ist wichtig zu sagen. Standard. Und ich sage jetzt einfach mal 9. Okay. So. Jetzt schließe ich das. Ich will speichern. Ja, wollen wir verwenden. Und jetzt schauen wir es mal uns in der Vorschau an. Wenn wir es richtig gemacht haben, und das ist richtig cool, haben wir jetzt hier, na, machen wir es ein bisschen größer, hier Farbe Gelb, Größe 32, und hier bei dem Schlauch haben wir keine Angaben, also wird die Information nicht mit ausgedruckt. Um zu zeigen, dass es natürlich auch funktioniert, machen wir ein weiteres Etikett. Und zwar gehe ich jetzt auf unsere Damenhose und füge dieser eine Länge noch hinzu, keine Ahnung. Schreiben wir es einfach ganz blöd hin. Kurz speichern. Na komm. Dann sagen wir mittel, egal und lang. Speichern. So, und da sage ich ihm, lang soll er uns übernehmen. Na? Ja, wir waren nicht im Ändern-Modus. Naja, klar. Dann sagen wir hier lang und speichern. Lege ich mir hier ein Etikett an. Etikett für Artikel anlegen, 1. Und das schauen wir uns jetzt an. Etikett drucken, Vorschau und drucken. So, was ist jetzt passiert? Jetzt könnte sagen, ja, die oberen, da steht ja gar nicht lang dabei. Ja klar, weil zum Zeitpunkt der Anlage war diese Länge noch nicht bekannt. Das heißt, als wir gesagt haben, wir wollen für die Damenhose, machen wir es größer, Etiketten haben, haben wir diese Information lang noch nicht gehabt. Okay. Damit muss man halt dann leben, dass man sagt, wenn ich schon Etiketten drin habe, dann muss ich halt die rauslöschen und neu anlegen. Ist aber kein großer Akt, das ist eine Sache auf ein paar Sekunden. Und wir sehen nun, dass wir jetzt die Informationen dynamisch drin haben. Er sagt, wenn Farbe da ist, dann nehme ich die Farbe, wenn Größe, mache ich ja Größe und wenn Länge drin ist, dann mache ich ja Länge. Super. Jetzt kann es aber unter Umständen sein, dass Ihnen der Platz am Etikett ausgeht. Dass Sie sagen, ich bringe das ja gar nicht in eine Zeile rein. Was machen Sie dann? Ganz einfach. Dann können Sie sich's auch untereinander ausdrucken lassen. Wie das geht, zeige ich Ihnen. Okay. Habe ich natürlich jetzt schon vorbereitet, damit Sie es einfach sehen, dass es funktioniert. Wir gehen auf Drucklayout, gehen auf unser Layout und sagen anpassen. So, was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Der Ursprungszustand war ja der, dass wir eine Zeile hatten. Es reicht also an dieser Stelle nicht, dass wir das Teil einfach nur schmäler machen und höher machen. Das reicht nicht. Wir müssen auch der Funktion sagen, Doppelklick auf die Funktion, dass wir einen zweiten Parameter benötigen. Und zwar, ursprünglich sah es ja so aus, dass wir sagen, wir rufen unsere Funktion auf, makeReturn-Textilangaben, Klammer auf, Gänsefüßchen, etis, Gänsefüßchen, Klammer zu. Nach den zweiten Gänsefüßchen machen wir ein Komma und geben ihm nun einen logischen Wert, ja oder nein mit, also true oder false. Das schreiben wir nicht aus, sondern wir schreiben einfach Punkt T Punkt. Wenn wir dieses True nun übergeben, weiß Wabi Profi 3, aha, die Formatierung der Rückgabe der Textilangaben hat nicht in einer Zeile zu erfolgen, sondern untereinander. So, und das macht er jetzt auch. Er sagt, wenn Farbe da ist, dann mache ich Farbe plus neue Zeile. Dann plus Größe, wenn Größe da ist, plus neue Zeile. Wenn Länge da ist, ja, und so weiter und so fort. So, und das ist ganz cool, denn dann haben wir hier die Textilangaben nun untereinander. Das, wie gesagt, das ist ein kleiner Parameter, der hier übergeben wird, und das war's schon. Wir haben jetzt hier wirklich die Textilangaben untereinander, die Sie natürlich noch, wie gesagt, in der Größe, in der Farbe anpassen könnten und so weiter, also von der Schriftart. Aber genauso funktioniert und so einfach ist es auch.